Lup, lup, Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Surge, Teil 2. Jetzt auch mit dem Kraken-DLC, by the way. Vielen Dank an Gimli dafür, dass er mir den Season Pass geschenkt hat. Es wäre nicht nötig gewesen, aber es ist super nett. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er günstiger wird, weil mich eigentlich nur der Kraken-DLC direkt interessiert hat und die anderen waren eher so, ja, Cosmetics halt, ne, und Zeug. Aber egal. Es ist ziemlich lange her, dass ich aufgenommen habe. Warum sehe ich oben rechts meine Uhr nicht gerade? Oh, interesting. Oh, diese Links. Okay, passt. Ich weiß nicht, warum wir das Audiolog hier noch angezeigt bekommen. Ich dachte, ich hätte es beim letzten Mal noch aufgehoben. Ich habe auch noch mal in den letzten Part reingeguckt, weil es sehr lange her ist, dass ich aufgenommen habe. Es tut mir sehr leid. Aber es passiert halt, ne? Verschiedene Sachen, die da reinspielen. Ich weiß, dass wir kurz vor einem Boss stehen, deswegen will ich nicht zu viel labern. Hören wir uns das hier noch schnell an und dann gehen wir zu dem Boss. Ich habe das Gehirn der Nanobestie studiert. Ach ja, das war das. Ja, haben wir auf jeden Fall gehört. Das hat mir die Augen für eine unausweichliche Wahrheit geöffnet. Okay. Ich hatte sie immer für eine Art mutiertes Tier gehalten. Natürlich. Doch da lag ich falsch. Unglaublich falsch. Dieses wunderschöne Geschöpf wurde aus nichts als Naniten erschaffen. Es ist die erste Naniten-Lebensform der Welt. Aber da ist noch etwas, das mich beschäftigt. Die Tür ist geöffnet, komisch. Trotz seines eindeutigen Ursprungs teilt sich dieses Geschöpf seine DNS mit mir. Ja, und da habe ich auch schon gesagt im Part, dass er ein Trottel ist. Weil, oh mein Gott, haben die alles zugespammt, ne? Alter Verwalter. Dass er halt ein Trottel ist, weil natürlich, das ist seine Großenkelin, seine Enkelin, die das Vieh geschafft hat. Natürlich, Besucher, das ist dieselbe DNA. Die Hacker. Das haben wir auch schon gehört. Ich wollte nur noch mal mit ihm reden, damit wir es gemacht haben. So, und hier kommen wir jetzt nicht mehr durch, weil Mr. Eli, der kleine Drecksack, steht. Kommen Sie schon, Professor. Ich weiß, dass Sie da drin sind. Sie haben geglaubt, das war's mit dem guten Eli, was? Von wegen, der Tod macht mir nichts mehr aus und das Töten noch viel weniger. Sie können sich nicht ewig hinter dieser klapprigen Tür verstecken. Schon bald wird jedes einzelne Ihrer kleinen Geheimnisse mir gehören. Oh, habe ich das Gefühl, dass der Roboter auch noch in den Kampf kommt. Ich meine, sind ja nicht schon genug Leute da, ne? Dahinter ist umgefallen. Ich dachte, der ist eben noch rumgelaufen dort. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Leute. Den Typen an der Tür und Eli. Und Eli selbst ist ja schon ein Arsch. Was ist mein... Oh ja, da läuft noch einer. Seht ihr das? Drecksack. Was ist meine stärkste Waffe? 256 Schaden. Wow, die macht echt mehr. Ich bin so enttäuscht. Boah, dafür habe ich weit mehr Angriffsgeschwindigkeit, ne? Und viel Energiegewinn, mehr Energiegewinn, weniger Ausdauerverbrauch, also auf jeden Fall die bessere Waffe. Selbst der Defragbrenner macht mehr. Alles MK7, das ist sehr, sehr traurig. Der macht sogar auch mehr, das ist die Anfangswaffe aus dem ersten Teil. Also nicht ganz Anfang, aber eine der ersten Waffen, die man dort finden kann. Nehme ich einen Defragbrenner, will ich sie brennen lassen oder will ich den Nano verpassen? Nano gibt instant Leben runter, wenn das voll ist. Das ist wie Blutung bei Dark Souls. Während das nach und nach Energie abzieht. Energiegewinn ist besser. Und der Ausdauerverbrauch ist 10% höher. Angriffsgeschwindigkeit ist geringer. Ich glaube, ich bleibe bei Nano. Ich glaube nicht, dass er gegen Nano gefeit ist. Wenn doch, ich kann immer noch wechseln. Ich habe alles ja hier. Verfügbar. Ich komme nicht mehr hoch. Das heißt, habe ich noch... Habe ich Tech? Nein, ich habe keinen Scrap. Mein Scrap ist alles in der Ops. Sehr gut. Ich hätte es vielleicht ausgeben sollen für noch ein Level. Aber oh well, jetzt werden wir erstmal versuchen, nicht zu ihm zu gehen, sondern den Typen da wegzuschnitzeln. Hast du irgendwas? Ah, kein Nano am Kopf. Ich hätte gern Kopf-Nano oder sowas. Am Bein ist gut. Kann ich dich vielleicht von hinten erwischen? Nee, kann ich nicht. Oh nein, Eli kommt. Direkt? Direkt finde ich aber ein bisschen assi. Oh, du hast Kopfteil, sehr gut. Aua, hätte ich blocken müssen. Oh, ein Snap. Hammergut. Das hat nur leichte Rüstung, dieser Nanoschiefe. Und war es das letzte Mal. Okay. Ich hätte mir das Ding noch nicht holen sollen. Schema freigeschaltet, ist schon mal gut. Eli sitzt da, hat nichts an. Oh my friend, that won't be good for you. Oh, oder vielleicht doch. Oh mein Gott, er ist Nano verseucht. Ja, definitiv Defrag. Oh mein Gott, was war das denn? Und er gibt mir Defrag.
Das war sehr gut. Das war der beste Move ever. Au! Jetzt bist du verletzt. Ich kann es nicht blocken. Ich weiß gar nicht, warum ich es versuche. Es war von Anfang an klar, dass ich nicht blocken kann. Au! Wow! Der hat mich fertig gemacht. Der hat mich richtig fertig gemacht. Scheiße. Ja, das kriegen wir hin. Ich war nur sehr passiv und sehr, sehr defensiv, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass der so abgeht. Vielleicht soll ich lieber Feuer nehmen. Er ist voller Defrag. Das bedeutet sicher, dass mein... Oh, ich habe nicht mehr genug. Jetzt habe ich ja Zeug verbraucht, ne? Aber es bedeutet sicher, dass er gegen Feuer anfälliger ist. Hiermit soll ich zumindest mehr Energie bekommen. Umkehren? Okay. Ja, wegen dem Penner. Hast du mir noch ein bisschen mehr Beine zu geben oder sowas? Ja, hast du. Okay, für dein Bein. Tricksack. Und jetzt. Jetzt bist du dran mit. Oh, diesmal kommt er mit dem Penner, ne? Natürlich. Okay, er ist schon wieder down. Gut, dass der wenigstens so... Au! Simpel geht. Ich hätte gerne eine Waffe, du Penner. Ich weiß nicht, warum da der Dings nicht gezählt hat. Oh Gott. Sein Nano-Sheet, ey. Was war das? Wieso habe ich den schon wieder nicht gezogen? So nehme ich. Moin. Achso, weil es Boss ist. Ich muss ihn dreimal blocken. Dreimal blocken, damit er mir was gibt. Diesmal hat er mir zumindest keinen Nano verpasst, wenn ich nah an ihm dran bleibe. Diesmal ist er definitiv nicht so ein super schwerer Assi. Okay, ja, dachte ich mir, dass du wieder so einen Sheet machst. Da unten. Oh, Sack, ey. Guck mal, mein Sackgesicht. Aua. Oh, wow, wie er mir einfach alles raubt, ne, der Sack. Er verzögert aber auch so dreckig. Ja, wirklich? Come on, Game, really? Au, oh, ja geil, da hat mir das Nano weggezogen. Na komm. Guck mal, dieser scheiß Verzögerer. Ich meine, ich kann ihn gut blocken. Aua. Oh, damn, der hat mir schon wieder das Nano-Sheet reingeballert. Blöd, ne? So, mein Freund. Jetzt brennt er gleich auch noch ein bisschen. Ich bin definitiv nicht aggressiv genug. Oh Gott. Das ist mein Ende. Kann ich nicht blocken. Which I hate. Ja, den darf ich wieder nicht blocken. Oh, unten. Ah, unten ist es dreckig. Okay. Oh, sag mal. Das dachte ich, ich hätte es, ne? So, mein Freund, gleich ist das Ende gekommen.
genau, das dachte ich mir. Und jetzt ist ein Enderer da. Ah, oder auch nicht. Nein, ich wollte ihn... Oh, dead again. Okay, wir haben ihn. Ich meine, es war klar, dass wir den kriegen. Der war nicht schwer. Bei niedriger Gesundheit erhöht sich die Ausdauerregeneration. Bullshit. Aber ich wollte ihn finishen. Ich wollte ihn in Armor packen, damit ich seine Waffe bekomme. Damn it. Das muss auch für den Stream wohl bleiben. Das ist sehr traurig. Sehr traurig, aber oh well. Ist halt so, ne? Gönn dir mal nicht, dass hier irgendwas um die Ecke kommt und dich killt. Aber ihm war ganz gut auszuweichen. Der war nicht so schlimm wie das erste Mal. Da fand ich ihn richtig dreckig. Ich komme hier noch nicht durch. Das heißt, ich krieg wahrscheinlich gleich erst die Möglichkeit, durch diese Barrieren durchzukommen. Weil, ne, momentan ist nur nix. Okay. Eine coole Waffe. Ist immer noch meine Lieblingswaffe, Hedy. Schauen wir mal. Das ist nur, wo wir sind wieder, ne? Ja, okay. Es gibt nicht so viele Orte hier. Aber trotzdem ist das von der Story her gut verpackt. Warum muss ich jetzt in den Lift? Ich bin in der Main Hall und ich muss runter wahrscheinlich zum Labor. Hm? Classroom. 1 bis 12. Wow, okay. Janitor. Im Labor ist der Hausmeister. Dankeschön. Gute Frau. Abgeschlossen. Traurig. Das ist definitiv traurig. Gutenbergs Labor. Warum habe ich das Gefühl, dass ihr gleich noch aufsteht, ey? Wir haben die Ausrüstung nicht freigeschaltet. Aber... Wir müssten... Upsala. Hier. Wir haben ein bisschen was von der Chrysalis-Rüstung. Das Töten von Gegnern erhöht für eine gewisse Zeit den Schaden. Aufeinanderfolgende Kills können diesen Effekt multiplizieren. Nanoschaden plus 20. Das ist nicht so geil. Und es scheint... Ich sehe nicht, was es ist. Ist es ein leichtes Set oder ein... Hier müsste ich sehen. Warum sehe ich es nicht? Aber ich glaube, es ist ein leichtes Set. Es ist bei den leichten Rüstungen dabei. Genau, wir müssen jetzt wahrscheinlich den Gehirnbuff bekommen. Weil der hat ja das Gehirn untersucht, hat er gesagt. Durchhalten, Athena. Ich werde immer zu dir halten. Ja, wir auch. Immerhin hat sie uns gerettet und wahrscheinlich mit Defrog infiziert oder irgendeinem Blödsinn. Wer hat es uns auch geschaffen, wer weiß. Ich hab gesehen, was sie da draußen gemacht haben. Harold war mir keine Hilfe. Aber sie waren für mich da und das rechne ich ihnen hoch an. Dieser Kerl da draußen, das war er, oder? Der leibhaftige Bruder Eli. Ich habe gehört, er ist den Märtyrertod gestorben. Hoffen wir, dass es diesmal dabei bleibt. Ja, so oft wie der stirbt. Die Funkens haben Naniten-Experimente durchgeführt, die ich selbst nie gewagt hätte. Ich nehme an, wir sind Zeugen des Resultats geworden. Und das ist nicht das Schlimmste. Athena wurde vom Nanitenschwarm verschlungen. Vielleicht mit meinen neuen Erkenntnissen können wir sie wieder herausholen. Aber unser Zeitfenster schließt sich sehr schnell. Es fällt mir schwer, aber ich muss sie erneut um ihre Hilfe bitten. Kein Problem. Natürlich. Ich bräuchte enorme Mengen an Energie, um das zu schaffen. Das Einzige, was so viel Kraft in sich birgt, ist dieser verfluchte Funke. Unser Freund Eli hatte viele Anhänger, wissen Sie? Diese erbärmlichen Eiferer können Sie im alten Kraftwerk von Port Nixon finden, wo Sie den Funken anbeten wie ein Heiligtum. Sie kommen nur in Ihre Kathedrale, wenn Sie die Drahtseile hochfahren können. Dafür können Sie das Ding hier verwenden. Hier, geht aufs Haus. Okay, dieser Funken, der existiert also wirklich? Ja, woher kennen Sie die Kinder des Funkens? Ich hatte früher mal geschäftlich mit denen zu tun. Matriarchin Celeste kann eine sehr überzeugende Frau sein. Am Ende gingen unsere Ansichten zu Naniten dann aber doch weiter auseinander, als ich gedacht hätte. Ja, lass mich raten, dass sie eine kranke, irre, religiöse Soziopathin ist? Wo kann ich das Kraftwerk finden, genau? Diese Fanatiker nennen es die Kathedrale des Funkens. Doch, wenn Sie nach einer Kirche suchen, werden Sie nicht fündig werden. So, sie sollte nicht schwer zu finden sein, wenn Sie im Hafenviertel nach zwei seltsam aussehenden Kühltürmen suchen. Mhm.
Haben Sie was über mich rausfinden können, genau. Ja, habe ich. Aber jetzt ist nicht der richtige Augenblick, um darüber zu reden. Ja, da kommt noch ein Zuerst Big Reveal, kommt ne? unsere Mission. Sie existieren ich hoffe, eigentlich das gar verstehen nicht. Sie sind ich aus glaube, Nieten. Nein, ich weiß, dass ich Ihnen helfen kann. Entfesseln Sie Ihr volles Potenzial. Es gibt keinen Grund davor, Angst zu haben. Es gibt da noch etwas, das ich herausfinden muss. Alles zu seiner Zeit. Der Funken? Ha, das können Sie laut sagen. Bescheuerter Name für einen großartigen Prototypen. Er sollte alle unsere Energieprobleme auf einmal lösen. Aber die Technologie war zu instabil. Creo war heilfroh, den Prototypen zu entsorgen. Aber das hat die technikgläubigen Fanatiker auf den Plan gebracht. Nicht technikgläubigen. Das sind so Machine-Spirit-Idioten. Bis dann. Wir sehen uns. Die Hüter des Funkens ich hab den Kranhaken. Das werde ich nicht zulassen. Das wurde verdammt nochmal Zeit, Freunde. Das wurde richtig Zeit. Es hat ganz schön lang gedauert. 20 Stunden, bis ich den Kranhaken bekommen habe. Mein Gott, und jetzt können wir überall hin. Bei Gas. Obwohl wahrscheinlich ist es... Ich komme wahrscheinlich nicht hoch, ne? Obwohl, hatte ich den nicht schon? Jetzt habe ich wahrscheinlich den, mit dem ich mich hochziehen kann, oder? Schau das an, geil. Das ist nur Graffiti-Blödsinn. Wo sind Quest-Gegenstände? Quest-Gegenstände. Hier sind übrigens die DLC-Sachen für eine neue Waffe. Putzkolonne, I don't know. Officer Johnson. Oh, JCPD, cool. Public Enemy Weapon Pack, mhm. Und den Kragen-DLC? Mit dem Flugzeugträger, genau. Harold wird dir über Funk Bescheid geben, wenn es sicher ist, mit deinem Abenteuer zu beginnen. Okay. Bring dich ein Motorboot im alten Hafen. Gut, dass das hier steht. Mit Port Nixon, nicht weit entfernt vom Wrack des Fluges, zu deinem Ziel. War ich schon bei dem Wrack? Und die Schöne und das Briest-Verbrecher-Duo. Legacy Gear Pack, okay. Bla bla bla. Aha. Jericho Firetail-Maskottchen. Interesting. Außerdem der Kranhaken zum Herauffahren an Exolines. Ja, das ist zum Herauffahren. Genau, wir hatten bisher nur den Krafthaken, der uns runterfahren lässt. Cool. Ups, ich muss wahrscheinlich wieder hoch. Sehr, sehr cool. Jetzt können wir hochfahren. In den Dingern. Und jetzt steht uns wirklich das gesamte Game frei anscheinend. Erste Etage, Hauptheile. Ein bisschen spät, to be honest. Aber ich meine, war ja klar, dass man erst durch alles geschleift wird, bevor man die Möglichkeit bekommt. Ich hatte gedacht, entweder springt mich der Robo jetzt an oder Bruder Eli. Zum dritten Mal, weil es so schön war. Ich komme aber immer noch nicht in der Nietenseuche hier, ne? Das ist nicht so schön. Das ist wirklich nicht so schön. Ich hatte fast vermutet, dass es der Krafthaken ist wegen dem Ding hier. Ich hatte nur gehofft, es wäre der Nietenkram da oben. Okay. Schauen wir uns mal um, vielleicht hat sich hier noch was geändert. Zumindest gibt es hier übelst Naniten überall hin. Und dahinter ist was? Weil ich es immer noch nicht öffnen kann. Oder halt nur wieder nicht. Weil hier war ich ja schon mal, hier war ja nichts. Das habe ich extra nachgeguckt. Ich bin ja hier überall lang gegangen. Und jetzt hat sich hier überall die Nanitenseuche ausgebreitet. Ist aber schon cool, dass das Vieh, was er untersucht hat, also beziehungsweise was wir gekillt haben, traurig, aber ne, dass das der erste Nanitenorganismus ist. Ja, da ist auch ein Nano-Sheet. Bin ich sehr gespannt und ich bin mir fast sicher, dass diese Nanitenbarrieren zerstörbar werden, wenn wir unser volles Potenzial ausgeschöpft haben. Das heißt, wissen, dass wir selber aus Naniten sind oder sowas in der Richtung. Und das ist alles nur Spekulation, Leute. Ich habe keine Ahnung, weil es immer noch blind ist. Ich habe auch keinen privaten Run oder sowas am Laufen, gar nichts, weil ich das Spiel 100% blind erleben möchte mit euch. 10 Minuten der Part. Schauen wir mal. Laden, laden, laden. Sugar, sugar, sugar. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon sagen soll. Also überhaupt erstmal danke für die Leute, die immer wieder zuschauen. Oh. Nichts kann mich jetzt noch aufhalten. Ich bin eins mit dem Schwarm. Hört mich rufen. Wir werden das Gefängnis zerschmettern, das sie für uns gebaut haben. Okay. Okay. Da habe ich mir mal einen Screenshot gegönnt. Das war also das Echo hier gerade. Großer Schrotthaufen, nicht, dass ich den bräuchte.
nach The Search werde ich wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann schon kommt, schon in Anführungszeichen, weil es schon angefangen hatte, aber noch keine Zeit hatte, weiterzumachen und es dann zu präsentieren auf dem Kanal. Aber dann werde ich Witcher 3 machen. Bei dir war ich fertig, ne? Und mal schauen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß nur nicht genau wann, ob es jetzt direkt hier nachkommt oder nicht. Eventuell werde ich noch ein anderes, kleineres Projekt zwischenschieben. Mal schauen. Ja, wie gesagt, übrigens danke, dass ihr immer so fleißig zuschaut. Ich meine, immerhin 3 Leute oder so sind relativ häufig dabei. Oh, jetzt haben die alle Nano. Oh, I like that. Leider nicht am Körper. Ich brauche das Körperteil am Bein. Hm. Ich glaube, ich nehme nochmal den Arm. Warum habt ihr jetzt alle Nano? Das macht für mich keinen Sinn, dass ihr alle Nano habt. Wow, okay. An den Angriff kann ich mich nicht mehr erinnern. Das war dumm. Okay. Das finde ich sehr strange. Sehr gut funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Großartig. Komm schon, ich will dich killen. Ah, hat auch nicht funktioniert. Immerhin konnte ich blocken. So, jetzt. Danke für dein Ärmchen. Das war leider nur der linke, das heißt, wir kriegen die Waffe nicht. Ist ein bisschen schade, aber die A-Module sind MK7. Das heißt, ich kann meine Rüstung auch auf MK7 bringen. Wo muss ich hin? Ich muss hier raus, ne? Ich will hier gar nicht mehr rumlaufen. Ja, schon gerne mit euch. Auf euch habe ich keinen Bock. Okay, wie komme ich jetzt hier raus, ist die Frage. Hahaha, ich habe keine Ahnung mehr, es ist so lange her. Institute of Technology. Es war gar nicht so schwer, hier rauszukommen, ne? Zentrale Kreuzung. Hier wird Level 3, ihr könnt nichts. Immerhin keine Statuen mehr, ne? Doch, die Statue ist immer noch da, großartig. Hier unten haben wir das Vieh gekillt, dessen Gehirn wir geklaut haben. Eigentlich voll schade und voll traurig, ne, wenn das hier der erste Nanitenorganismus ist, dass wir ihn einfach so ausgelöscht haben. Weil ich mein neues Leben, ne? Föderation wäre glücklich. Mehr neues Leben finden, immer gut. Okay, okay, hier ist sonst, glaube ich, weniger. Dann Hilfswanderung. Ist hier noch ein Vieh? Okay, dann gehe ich immer nicht mehr weiter. Oh, hier ist noch ein Vieh. Hallo. Die mache ich jetzt nur platt, weil ich Energie brauche. Und die sind super easy Energielieferanten, weil sie nichts können. Und ich damit auch definitiv keine Ressourcen brauchen werde. Ich glaube, ich muss hier lang. Ups, ich will die ganze Zeit mit Linkstick rennen. Keine Ahnung, aus welchem Game das jetzt kommt. Vor allem, weil ich kein Action-RPG oder sowas in der Richtung gespielt habe in letzter Zeit. Hallo. Kennen wir dich? Ach nee, da bist du ja wieder. Kennen wir uns nicht? Bin gerade aus Port Nixon hierher gezogen. Die Welt mag zum Teufel gehen. Doch immerhin ist der alte Gideon da, wo er hingehört, oder? Gideon? Ach nee, bin die... Ich glaube nämlich schon, dass wir ihn kennen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wer er ist, Leute. Könnt ihr mir das sagen? Schreibt mir das in die Kommentare, bitte. Weil ich habe keinen Plan mehr. Ich finde es so angenehm, dass man die Scrap-Items jetzt alle so zerlegen kann und fertig. Das ist so schön. Was ich schauen wollte, ist, ob ich ein bisschen upgraden kann. Ich habe nichts für die Beine. Also ich muss auf jeden Fall MK7 für die Beine finden. Und ein bisschen mehr für den Kopf. Okay. Den Rest haben wir. Wir haben Brustmodul. Und wir haben Arme, das heißt nur Beine und Kopf. Okay, wir haben sehr viel für die Arme jetzt schon. Ich habe so viele Arme abgehackt. Okay. Schattenklauen. Ich will das Endesnier-Schild aufwerten. Das ist so geil. Da müsst ihr ja fast einen Challenge-Run draus machen, ne? Nur das Endesnier-Schild. Ganzes Spiel über. Nee, bloß nicht, da würde ich mich übergeben irgendwann. Oh, und mehr Zeug? Wo kommt das denn her? Hab dir eine kleine Nachricht hinterlassen. Nur für alle Fälle. Ich und die Jungs, wir sind unterwegs. Gibt für uns nichts mehr zu tun, jetzt wo das Vieh abgekratzt ist. Ihr habt ja auch nicht geholfen. Die anderen Jäger auf. Denen ist nicht mehr zu helfen. Jedenfalls
Ich bin mir sicher, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Wie sagt man noch so schön? Man trifft sich immer zweimal im Leben. Ach, und glaub ja nicht, dass wir deine Schuld vergessen haben. Oh, du bist ein Special. Du stehst jetzt mächtig bei uns in der Kreide. Schulden am Arsch, mein Freund. Rachefeind ist Sheet. Den will ich unbedingt besiegen, aber der wird schwer. Wo bist du hin? Ja, toll, er ist verschwunden. Aber er kann wahrscheinlich nicht da hoch, denke ich mir. Deswegen bin ich wieder runtergegangen. Wenn der kommt, wenn ich versuche, den Typen zu erledigen. Und jetzt hat er auf einmal keine Rüstung mehr am Bein. Hatte der eben auch keine Rüstung? Dann hole ich mir einfach deinen Körper in normal. Zap! Oh, wirklich, du brauchst noch einen. Wow, du bist zäh. Ja, und da ist er nämlich, der Drecksack, Rachefeind, Penner. Da, mein Freund. Das ist so geil. Ich liebe das Block in diesem Spiel. Ich kann es nur immer wieder betonen. Es ist einfach nur mega. Ich hätte mir seine Waffe nehmen sollen, glaube ich. Möge Gonzo in Frieden ruhen. Der Gonzo. Wirklich. Ha. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gerne gemacht, Gonzo. Immer gern. Immer gern geholfen. Ne, das will ich nicht. Und hier ist auch voll. Okay, ja, dann passt's ja. Ich werde mal die noch ein bisschen nehmen. Moin, Neo. Oh, oh, aua. Jetzt soll ich die vielleicht nicht nehmen. Aua. Aua. Oh, warte, ich hab aber... Aua. Das ist einfach nicht wahr. What? Wieso hat er mich getroffen? Okay. Ich bin sehr schlecht mit der Waffe bisher. Tut mir leid. Die verbraucht doch einfach viel zu viel Ausdauer in meinen Augen. Ich hätte gern die Feuerwaffe für den Moment. Hier läuft mir zu viel Nano-Sheet rum. Verzeihung, mein Herr. Ich bin's, Harold. Ich habe soeben einen äußerst beunruhigenden Notruf empfangen. Kraken-DLC. Eine ehemalige Creo-Ingenieurin ist in Port Nixon auf Grund gelaufen. Offenbar ist es auf ihrem Schiff zu irgendeiner Art von Roboterrevolte gekommen. Sie braucht jemanden mit der höchsten Sicherheitsstufe bei Creo. Also genau die Zugriffscodes, die ihnen Meister Gutenberg vor einiger Zeit gegeben hat. Sie müssten ihre Streifzüge durch Jericho City eine Weile lang unterbrechen. Doch ich denke, dieser kleine Abstecher könnte sich für sie lohnen. Nö. Will ich aber nicht. Ich will den später machen, den Kraken DLC. Aber wir können jetzt hin, das ist cool. Du bist von der GUI oben rechts verwirrt, Neo. Das sehen die Leute im Part natürlich nicht. Das ist die GUI für mein Programm. Interessanterweise ist die bugged. Finde ich ein bisschen schade, dass die bugged ist. Weil die zeigt mir keine Zeit an. Wir sind jetzt wieder im Club, ne? In der Cloud 9, ja genau. Ich würde sagen, in der Cloud 9 machen wir auch einen Cut. Und... Okay, bist du immer noch beschädigt? System, Sie sind immer... Die gute Nachricht ist, ich bin noch am Leben. Ah, ich gut. Konnte mich gegen den Verfall meines Systems mit wechselndem Erfolg behaupten. Sieht ziemlich schlecht aus, oder? Mit einem Wort, ja. Das Oxbridge Dictionary of English Language fasst ein solches Ereignis kurz und bündig als apokalyptisch zusammen. Passend. Was die Funkbotschaft angeht. Brauchen Sie noch eine Missionsbesprechung, mein Freund? Süß, wie vorhersehbar. Süß? Ein Flugzeugträger ist in Port Nixon auf Grund gelaufen. Offenbar stellt er für Jericho City eine große Gefahr dar. Und eine noch größere für leichtsinnige Abenteurer. Sollten wir das schon machen?
Na, bis dann. Viel Erfolg da draußen. Mhm. Wiederherstellungsmodus gestartet. Suche nach Exolines, um Verbindungsstationen zu erreichen. Interesting, okay. Interesting, interesting, interesting. Ich würde sagen, wir leveln mal ein bisschen. Das können wir uns auch noch gerade gönnen. Ich werde den kleinen Cut machen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung wir gehen müssen. Währenddessen verteile ich dann noch die Punkte und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit von der Partie im nächsten Part. Bis dann, Leute. Tschüss.